Ja, Mensch, hallo liebe Leute, hallo liebe Heli-Freunde. Ich grüße euch im Jahr 2016. Ich bin hier in der Feldmark gerade mit meiner Hündin Dala. Es ist schweinekalt, auf jeden Fall ist es sonnig. Ja, ich will mich auf jeden Fall, ja, der Grund dieses Videos, ich will mich mal wieder melden bei euch. Wie sieht's aus bei mir? Was gibt es Neues? Was gibt es Altes? Ja, was gibt es Neues? Viel Neues gibt es nicht. Ich stecke immer noch in diesen verkackten Depressionen fest. Ich denke, ich werde sie auch so schnell nicht loswerden. Also der Jahreswechsel, der war sehr anstrengend. Hallo Dala! Da ist sie. Ja, der Jahreswechsel, der war halt sehr anstrengend. Weihnachten war sehr anstrengend. Ich habe viel nachgedacht, viel überlegt. Ich habe viele Videos geguckt auf YouTube, was in Richtung Depressionen geht, Selbstfindung etc. etc. Ich glaube, mir ist einiges klar geworden bei mir. Warum ich so scheiße drauf bin, warum ich so traurig bin, warum ich so weit unten bin. Ich mache mir halt sehr, sehr, sehr viel Gedanken, sehr, sehr viel Sorgen über die Zukunft. Und das heißt ja so schön, Sorgen fressen Seele auf oder Sorgen essen Seele auf. Und da ist sicherlich auch was dran. Ja, mir geht es halt so lala, würde ich sagen. Ne? Nicht sehr doll. Leider geht es meiner Hündin. Oh, ich habe nur ein negatives Bericht im Augenblick. Aber leider geht es meiner Hündin auch nicht sehr gut. Dala, komm mal her, zeig mal, was du da Tolles hast. Sie hat nämlich eine extreme Entzündung am Schweif hinten. Wollt ihr das mal sehen? Oder wollt ihr es lieber nicht sehen? Das sieht scheußlich aus. Dala, warte mal. Ja, so sieht das aus. Die arme Maus. Das hat mich auch ziemlich runtergezogen. So, na jo, nun gut. Wir wollen mal sehen, wie es weitergeht dieses Jahr. Jedenfalls der Januar, der war noch nicht sehr prickelnd bisher. Ich habe so eine kleine Idee für eine neue DVD, denn ich muss ja irgendwie Geld verdienen, denn so kann es ja nur auch nicht weitergehen. Eine kleine Idee für eine kleine DVD-Serie. Mal gucken. Ich warte noch auf den Energieanfall, aber vielleicht sollte ich das einfach mal ohne Energieanfall probieren. Ja, liebe Leute, ich werde mich auf jeden Fall mal wieder öfter melden demnächst. Das war mir mal wichtig, mein Gesicht zu zeigen. Ja, ich habe Bart im Augenblick, ich weiß. Ich habe keine Lust, mich zu rasieren im Augenblick zur Zeit. So, jetzt werde ich noch ein bisschen mit dem Hund gehen und dann werde ich ein bisschen Sport machen, weil Sport unwahrscheinlich wichtig ist. Jo, also bis dann, bye bye aus dem Helikopter oder Heli und Kopter Hauptquartier aus Tespe, euer Heli Ernst.